hat aufgeschrieben, ein buntes Karlsruhe, das Karlsruhe in der Innenstadt noch viel bunter werden, so bunter kann. Und dann noch große Hinweisschilder da, weil die erkennt man von ganz weit, sondern gar nicht, muss man ganz nah ran. Und dann noch in einer Grünphase für die Fußgänger und für die Autofahrer. Und dann noch farbliche Mülleimer, dass man die auch nachts auch erkennt. Und dann noch mehr öffentliche Toiletten. Guten Tag, mein Name ist Christoph Geier und ich bin der Laubinhüber. Und uns ist aufgefallen, dass in der Kaiserstraße sehr viele Fahrräder sehr chaotisch geparkt sind, an Laternen, Straßenschildern oder auch einfach irgendwo an Schaufenster angelehnt. Und wir würden gerne in dem Bereich in der Kaiserstraße neue Fahrradstände anbringen.